Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Abend hier in unserer Gruppe. Du hast die Wahl, diese Überschrift habe ich diesem Livestream gerade gegeben und da möchte ich was mit dir teilen, dass wir selbst immer, ja, eigentlich wählen, wie unsere Realität ausschaut und dass wir teilweise auch wenn ich mich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster lehne, sogar über unser Leben selbst entscheiden. Ich habe schon oft erwähnt, dass die Seele uns Botschaften schickt. Zunächst kommuniziert sie über Gefühle mit uns und wir haben es ja nie gelernt in unserer Kultur hier, so die leise Sprache der Seele wahrzunehmen und die Botschaften dahinter zu entschlüsseln. In der Richtung sind wir nie konditioniert worden. Das ist in unserer Kultur hier noch nicht zur Normalität geworden. Ich hoffe, das wird irgendwann mal der Fall sein. Bei Urvölkern zum Beispiel, wie bei den Aborigines, die bekommen im Alter von etwa 18 Monaten beigebracht, wenn deine Seele sich mit dir unterhält und dir eine Botschaft schickt in Form eines Gefühles, dann gibt es nichts Wichtigeres, als dich zurückzuziehen, auf die Botschaft zu lauschen und diese zu entschlüsseln und dann deinem Herzen zu folgen. Und das kennen wir hier in unserer Kultur nicht. Wir haben Leistungsbewusstsein entwickelt, aber kein Selbstbewusstsein in der Richtung, unserem Herzen zu folgen, auf unsere Seele zu lauschen, unseren Seelenplan zu entdecken und diesen zu kreieren. Und der Anlass von diesem Thema, das ich jetzt gerade mit dir teilen möchte, ist ein Gespräch heute Morgen mit einer Dame, das ich geführt habe, die schon eine ganz, ganz heftige, man könnte schon fast sagen, dunkelrote Karte, ich möchte jetzt nicht aufs Krankheitsbild eingehen, geschickt bekommt von ihrer Seele. Denn wenn die Seele nicht gehört wird, dann nimmt sie irgendwann den Körper einfach zu Hilfe und schickt uns Botschaften über den Körper. Das heißt, der Körper entwickelt unter Umständen Krankheitssymptome auf die verschiedenste Art und Weise. Was aber auch damit zusammenhängt, dass wir, wenn wir nicht unserem Herzen folgen, nicht unseren Seelenplan leben, also das Leben, was uns selbst, was dich selbst einfach ausmacht, deine Einzigartigkeit, dein Potenzial, deine wahre Größe, also deine Kreativität. Jeder von uns ist ja mal mit einer eigenen Gabe hier aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt und wollte sich verwirklichen, wollte die Welt entdecken und dann ist einfach im Laufe der Jahre viel gedeckelt worden durch unser System, in das wir hereingepresst sind. Und das ist nun mal so. Jetzt kann ich aber auch, wenn ich irgendwann mal so das Gefühl habe, und deshalb bist du ja auch hier, Mensch, das Leben muss noch ein bisschen mehr für mich parat haben als das, was ich bislang da so vorfinde. Das war ja bei mir auch vor einigen Jahren mal der Fall. Und das ist bei dir ja auch so, dass du eigentlich entdecken möchtest, warum bin ich überhaupt hier? Was ist so mein Ding? Wo steckt meine Kreativität? Wo steckt meine Einzigartigkeit? Und dann sind wir aber dazu geneigt, durch das Leistungsbewusstsein, das wir entwickelt haben, also einen Schulabschluss zu machen, dann einen Beruf uns auszusuchen, ja, des Geldes wegen, einfach mal Geld zu verdienen, damit man was in der Hand hat oder ein Studium zu machen, des Studierens willens, also so nach dem Schemata. Und das kostet uns letzten Endes ganz viel Energie. Wir haben nur gelernt, damit umzugehen, es uns schön zu reden. Und ich gehörte ja auch viele Jahre dazu, dass ich mir meinen Beruf, meinen Job auch schön geredet habe. So nach dem Motto, es gibt ja da draußen viele Menschen, die würden sich glücklich schätzen, wenn sie meinen Beruf hätten, meinen Job hätten, sicherer Arbeitsplatz, vermeintlich sicherer Arbeitsplatz und solche Dinge. Aber letzten Endes kostet es uns mehr Energie, wenn wir jahrelang einem Beruf nachgehen, der uns keine totale Freude bereitet, der nicht unserem Herzen wirklich entspricht, unserer Seelenaufgabe, unserem Seelenplan. Und dann
zeigt der Körper einfach Disharmonien irgendwann. Eine Disharmonie heißt nichts anderes, dass irgendwo Energie fehlt, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und diese Dame, mit der ich heute Morgen im Gespräch war, die hat wirklich schon, ja, man kann sagen, die dunkelrote Karte. Und sie sagt auch selbst oder sagte selbst, sie weiß nicht, wie lange sie noch lebt, ob sie die nächsten 2, 3 Jahre noch lebt oder überlebt. Und ich habe sie gefragt, und sie ist sehr spirituell, sie hat ganz viel Wissen in sich, und sie weiß auch, dass es letzten Endes ihr Ding ist oder wäre, anderen Menschen dabei zu helfen, aufzuwachen, auch ihre wahren Gaben und Stärken zu entdecken, die Spiritualität in ihr Leben zu lassen, also das nach innen zu schauen, was das Herz möchte, auf ihre Art und Weise. Und sie weiß ganz genau, und das hat sie mir auch so erzählt heute Morgen, als ich sie gefragt habe, was verbirgt sich denn hinter diesem Krankheitsbild, das du da entwickelt hast, sagte sie ganz spontan, meine Seele möchte mich darauf aufmerksam machen, dass ich auf dem Holzweg unterwegs bin. Und sie ist auch schon sehr lange krankgeschrieben. Ist auch in Frührente durch ihr Krankheitsbild inzwischen. Darauf möchte meine Seele mich aufmerksam machen. Aber dennoch gibt es eine Instanz in mir, die mich überlegen lässt, will ich das jetzt? Will ich wirklich meinen Seelenplan entdecken? Und also sie weiß es im Prinzip, aber das Wie, den wirklich sich sichtbar zu machen und zu zeigen und das Ganze wirklich auf ein stabiles Fundament auch zu stellen, das fehlt ihr natürlich noch. Deshalb ist sie zu mir gekommen ins Gespräch, in die Durchbruchssession. Und sowohl mir als auch ihr ist total klar, dass ich ihr dabei helfen kann, dass sie in 4 bis 6 Monaten da durch wäre, dass sie ihren Seelenberuf leben könnte. Aber trotzdem sagte sie ganz offen zu mir, es ist noch eine Instanz in mir, die mich noch überlegen lässt. Will ich wirklich hier weiter in meinem Körper bleiben oder will ich mich vorzeitig jetzt schon in meinem relativ jungen Alter verabschieden und wieder gehen? Und das klingt zunächst mal hart, aber letzten Endes, ja, ist es sich noch nicht ganz schlüssig, ob sie wirklich hier bleiben will oder ob sie gehen möchte. Und so treffen wir immer die Wahl selbst. Das hier ist jetzt total krass. Ich meine, in unseren Kulturen hier haben wir auch nicht gelernt, mit dem Tod umzugehen. Das ist was ganz Schlimmes für uns. Ich hatte heute Morgen noch ein weiteres Gespräch, das fällt mir gerade ein, mit einem Mann, der auch dabei ist, seinen Seelenplan zu entdecken. Und da haben wir drüber gesprochen, weil ich ja auch aus Bali gerade komme, dass er auch schon mal mit seiner Frau auf Bali war und dort eine Beerdigung mitbekommen hat. Und im Hinduismus ist es ja so, dass die eine ganz andere Vorstellung dafür haben, dass für die der Tod eine Erlösung ist und dass die sowas mit einem Fest quasi, was bei uns ja nicht Jahre von unserem System entfernt ist, feiern, weil derjenige nochmal zurück ins Licht geht. Und bei uns ist einfach nur der Schmerz, den Menschen verloren zu haben, ja im Vordergrund. Wir sind ja hier in diese Religion einfach hineingewachsen. Und wenn man es unter diesem Kontext sieht, ist da auch nichts irgendwie falsch dran oder braucht man das auch nicht zu bewerten oder zu beurteilen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern dadurch wird einfach mal deutlich, an dem Beispiel von der Frau, mit der ich mich heute Morgen unterhalten habe, die genau weiß, sie ist richtig bei mir. Ich kann ihr dabei helfen, ihren Seelenberuf auch zu leben, weil die Ideen alles sind da. Es geht nur noch darum, sichtbar zu werden. Aber, und sie ist auch auf diesen Weg gekommen durch ihr Krankheitsbild einfach. Aber sie ist sich noch nicht sicher, ob sie wirklich noch weiter hier bleiben will oder ob sie gehen will. Und da wird einfach deutlich, wie wir uns auch unsere Realität im Außen erschaffen. Ich meine, entweder sie trifft jetzt noch eine Entscheidung oder sie lässt das Universum eine Entscheidung treffen, sei mal alles dahingestellt. Aber letzten Endes, wir können selbst wählen. Wir können selbst immer eine Entscheidung treffen. Wie soll mein Leben im Außen ausschauen? Will ich mich weiter quälen
Und mit Disharmonien plagen, will ich die Botschaften der Seele erkennen, will ich weiter in Armut, im Sinne von arm an Mut zu sein, leben. Ich meine das jetzt wirklich im Sinne von arm an Mut zu sein, dass ich meine Komfortzone erweitere, in meine wahre Größe gehen, sichtbar werde, weil das hat was mit mutig sein natürlich zu tun. Ich verlasse ja meine Komfortzone. Ich bin ja auch in dem Moment ein Stück weit ja verletzbar oder angreifbar, wenn ich mich da draußen zeige. Oder ja, lasse ich das Leben weiter an mir vorbeiziehen, lasse ich andere Menschen über mein Leben entscheiden, wie viel Finanzen ich in mein Leben jeden Monat fließen lasse, weil ich einfach dem und dem Job nachgehe, um einfach nur eine gewisse Geldmenge jeden Monat zu kreieren, oder öffne ich mich anderen Dingen und öffne ich mich auch dem Thema, dass Geld der Freude folgt und dass es unter den Aspekten keinen Sinn macht, dem Geld nachzurennen. Das Geld ist immer schneller unterwegs als man selbst. Oder entscheide ich mich dafür, wirklich die Einzigartigkeit zu entdecken und mein Ding zu machen, meinen Seelenberuf zu entdecken, zu leben, mich zu zeigen und letzten Endes so ein Beitrag für die Menschheit zu sein. Denn auch du hast eine Einzigartigkeit in dir, eine einzige Gabe, ein einzigartiges Potenzial, mit denen du anderen Menschen helfen kannst. Und das ist unter Umständen auch etwas, was für dich so normal und so banal ist, dass du vielleicht auch denkst, damit kann man kein Geld verdienen, damit kann ich meinen Lebensunterhalt nicht bestreiten oder damit kann ich anderen Menschen nicht dienen, weil für dich ist es so normal, dass du auch glaubst, auch für andere ist es so normal. Dem ist aber nicht so. Was für dich so selbstverständlich ist, das mag für andere Menschen längst nicht selbstverständlich sein. Und das sind genau die Dinge, die dich einzigartig machen, wo du einen Beitrag für andere Menschen, für die Welt, für die Tiere, für die Pflanzen, was auch immer. Es gibt so viele Probleme, sprich Herausforderungen auf unserem Planeten hier. Es geht immer darum, Problemlöser zu sein. Und du hast irgendetwas auch in dir, wo du bei anderen ein Problemlöser sein kannst. Ja, also immer nach dem Thema, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Und unter diesem Kontext, wenn du auf die Art und Weise darangehst und das auch mal so siehst, dass du ein großartiger Beitrag für andere Menschen, Personen, die Welt, die Tiere, die Pflanzen sein kannst und so deinen Seelenberuf lebst, dann ist der zweite Schritt das, was dann erfolgt, nämlich der Erfolg, auch der finanzielle Erfolg. Natürlich gehört es dazu, sich auch diesem ganzen Thema zu öffnen, weil gerade im Hinblick auf Finanzen sind ganz viele Schleier über uns, das, was uns nicht erlauben, Geld zu kreieren, in unser Leben zu ziehen und, und. Das sind ja Dinge, die mich ja auch jahrelang begleitet haben. Aber als allererstes darf immer das Herz stehen, die Seele stehen. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Was macht dich einzigartig? Was ist das eine Ding, wo du jetzt eigentlich schon weißt, damit kann ich für andere Menschen ein Beitrag sein, wo du dich entweder aber noch nicht traust oder nicht weißt wie, oder eben vielleicht auch sogar denkst, das ist normal, das ist nichts so Besonderes, das kann doch eigentlich jeder. Lausch da mal in dich hinein und hab da mal den Mut, dich damit mehr zu beschäftigen und so ein Beitrag für den Bereich zu sein, der dir am Herzen liegt. Egal, ob es die Welt ist, ob es Naturschutz ist, ob es Umweltschutz ist, ob es andere Menschen sind oder wo du einfach ein Problem lösen kannst. Weil letzten Endes geht es darum, Probleme zu lösen. Dinge, vielleicht auch in deinem Leben rückblickend, wo du selbst schon ein Thema, eine Herausforderung, ein Problem wunderbar gelöst hast, wenn du dir dein Leben mal so anschaust. Zieht sich da vielleicht etwas wie ein roter Faden durch dein Leben?
was genau dich ausmacht, was dir vielleicht gar nicht bewusst ist. Was dir vielleicht gar nicht bewusst ist, dass du da eigentlich in einem Bereich schon Meister geworden bist in deinem Leben, aber es als selbstverständlich ansiehst und genau damit einfach anderen Menschen helfen kannst, weil die genau deine Hilfestellung in dem Bereich brauchen. Was auch immer. Also, lausch mal in dich hinein unter dem Tenor, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt, und sei dir dessen bewusst, dass du selbst immer die Wahl hast, eine Entscheidung zu treffen, wie dein Leben ausschaut, und auch eine Entscheidung zu treffen, dieses Wissen, diese Einzigartigkeit für dich zu behalten, vielleicht auch dann gegen die Seele anzukämpfen, weil du Dinge in deinem Bereich, in deinem Leben machst, die dich Energie kosten, die dir Energie rauben, und deine Seele sich dann überlegt, dir Disharmonien zu schicken, also dein Körper vielleicht auch schon rebelliert, um dich da wach zu rütteln. Oder du dich deinem Seelenberuf hingibst und deinen ganz eigenen speziellen Beitrag für andere Menschen und unsere wunderschöne Welt leistest und leisten möchtest. Und vielleicht noch ein abschließender Satz dazu, was 2015 war das, glaube ich, einer meiner Mentoren zu mir gesagt hat, was mir sowas von die Augen geöffnet hat, weil ich da an dem Punkt stand, sichtbarer zu werden oder weiter, ja, so undercover mehr zu arbeiten. Und du mit deinem Thema jetzt nicht rausgehst, man könnte es als unterlassene Hilfeleistung ansehen. Und das hat mir sowas von den Augen geöffnet. Natürlich gibt es keinen Kläger da draußen, aber das ist mal so ein anderer Aspekt, der dir hilft, der mir unheimlich geholfen hat. Dieser Satz, wenn du jetzt mit deiner Botschaft nicht rausgehst, man könnte es als unterlassene Hilfeleistung ansehen. Lass das mal auf dich wirken. Wenn du mit deiner Einzigartigkeit, deinem Potenzial, deinen eigenen Gaben dich nicht da draußen zeigst als Problemlöserin für andere, könnte man es als unterlassene Hilfeleistung ansehen. Vielleicht hilft dir dieser Satz abschließend noch zu wählen. Okay, ganz liebe Umarmung, bis ganz bald. Ciao.